darf ich natürlich nicht vergessen hier. Diese Reihe. Upsa. Yep. Das Ding ist, wenn wir uns verbauen, kriegen wir das Glas nicht wieder. Das habe ich auch so viel vorgesorgt. Gesorgt, sage ich. So. Okay, die Musik kenne ich tatsächlich echt nicht mehr. Jetzt wird die Playlist unbekannter. Und einmal Ding Dong, Ding Dong. Yeah! Rock'n'Roll! Yeah! So. Yeah! Na super. Hat ja super geklappt. So, hier baue ich einfach mich wieder mit Erde hoch. Erstmal ein Hühnchen fressen, ne? Zwei sogar, wenn er will. Okay. Nehme ich mal die Schaufel hier. Aber man merkt, wie schnell das hier vorbeigeht, mit dem Glas. Wir haben jetzt hier nur noch so ein paar Stacks, aber wir haben hier schon vier verbraucht. Nur für drei Reihen hier ganz nach bis ganz nach oben ziehen, ne? Also, da muss schon ein bisschen mehr kommen dann. Ich habe aber noch nie so einen Turm im Survival gebaut. Noch nie. Wirklich noch nie. Das allererste Mal. Deshalb bin ich auch immer so ein bisschen unbeholfen, wenn es darum geht. Und die nächste Etage rauf. Das Lagerhaus von hier. Haha, Karl Lagerhaus. Ahaha, war der wieder witzig, ne? Oh Mann, war so schlimm. Gut. Nächste Reihe haben wir auch. Das Hochsetzen wird jetzt hier kein Problem mehr, aber ich glaube, das Glas wird vielleicht sogar ein kleines Problem. Ich mache einfach mal wieder einen normalen Weg hin. Uah, damit wir nicht da runterfallen, was natürlich gerade wieder passiert ist. Fast. Dann mache ich mich mal hier an den Speck. Aber man merkt schon, dass wir richtig viel Glas brauchen jetzt. Oh. So. Wir haben jetzt auch nicht mehr so viel, ne? Wir haben jetzt noch dieses Glas, was wir da unten sehen, und dann müssen wir noch mal kurz gucken, ob wir da noch ein bisschen mehr haben. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen mehr im Ofen dann, aber dann ist aber auch Schluss wiederum, ne? Okay. Mal wieder den abbauen und den. Okay. Damit haben wir jetzt hier auch schon mal so eine kleine Reihe von Glas. Und das haben wir dann bestimmt auch bald fertig. Also darauf kann ich wetten. Wir brauchen mindestens für eine Reihe über ein Stack. Ich würde sagen, ein und einen halben Stack brauchen wir für eine Reihe. Deshalb brauchen wir da so ein bisschen mehr. Mann! Ist ja
Scheiße. Mensch. So. Wird aber interessant aussehen. Ob es jetzt gut aussieht, das ist Geschmackssache. Ist euch zu überlassen, ob ihr es mögt oder nicht, aber ich mag's. So. Okay, 5, 4, 3, 2, 3 Stück. Das reicht auf jeden Fall nochmal. Das reicht. Ein Stück Glas haben wir übrig. Gehen wir da weiter. Dann müssen wir wieder 2 aussetzen, da auch. Stimmt. Das ist noch so ein kleines Problem werden. Aber wir werden das schaffen, auf jeden Fall, definitiv. Und hier brauchen wir jetzt doppelt so viel. Weil das hier aber 2 Reihen nebeneinander ist. Und das ist dann auf der anderen Seite auch nochmal, ne? Darf man ja nicht vergessen. Ich höre Zombies und alles Mögliche. Ja. Vielleicht verlieren wir keinen Diamantblock hier. Ist nämlich verdammt wertvoll. Dann kommen hier wie gesagt noch Fackeln ran, damit der Turm nachts hell erleuchtet ist. Und dann reicht es auch. So, andere Seite. Jetzt kommt die andere Seite, aber sonst haben wir die Frontseite dann schon fertig. Tatsächlich muss ich irgendwann wirklich eine Aufnahmepause machen, nämlich jetzt geht es langsam an die Grenzen der Aufnahme. Ich weiß, andere Let's Player können stundenlang aufnehmen, jetzt habe ich gerade mal 3 Stunden hinter mir. Andere können 12 oder 14 Stunden aufnehmen, am Stück. Vielleicht mit einer ganz kleinen Pipi-Pause oder sowas, aber dann nehmen die auch die ganze Zeit auf und ich kann das nicht. Erstens zeittechnisch, zweitens, so ein großer Let's Player bin ich auch wieder nicht, der das so lange gemacht hat. Also schon so lange macht. Also von daher, Chapeau an die, aber ich schaff das noch nicht so richtig. Kann sein, dass die auch älter sind oder so. Kann natürlich auch daran liegen. So, deshalb rede ich auch nicht mehr so viel hier im Let's Play, in den jetzigen Folgen, weil ich jetzt einfach, irgendwann ist die Grenze erreicht, beim Let's Play und dann ist es aus, vorbei, ist aus die Maus. Scheiße, wir haben ein Glasproblem. Wir haben ein Glasproblem. Das hat super geklappt. Ich wollte an die... Bett, hast du was gesagt? Moment, ich muss kurz die Welt generieren. Die Welt muss generiert werden. Oh Gott, diese Generierungsprobleme manchmal. Ja, spring mal da runter. Ich will meine Sachen jetzt holen. Noch irgendwas runtergefallen.
Mehr hatte ich nicht. So, dann möchte ich mal gucken. 5 Glas. 36 Glas, das gefällt mir. Das gefällt mir richtig. Einfach mal hier rein. Die Erde. Die Erde, Erde, Erde kommt da unten rein. Siehst du, jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich. Wo was reingehört. So. Dann setze ich mich da nach oben hin. Wir haben zwar noch 5 Minuten, aber die Zeit können wir uns auch hier oben verbringen. So, wir sind auf jeden Fall relativ weit gekommen. Ich bin sehr erstaunt über die heutige Aufnahmesession, nämlich ich habe sehr viel, sehr lange gemacht hier. Und dass der Computer das hier alle ohne weiteres, aber so, schack, hier, nimm mal 3 Stunden auf, schaff ich eh, ne? Dass er das schafft, finde ich auch super. Ich glaube, ich könnte mit diesem Computer noch länger aufnehmen, aber ab irgendeinem bestimmten Grund ist auch, irgendeiner bestimmten Zeit ist auch die Festplatte voll. Das dauert zwar noch ein bisschen, da ich ja jetzt ungefähr jetzt noch 395 GB oder so frei habe. Der Rest geht für Spiele und Betriebssystem rauf, bis 500 GB, also 100 GB gehen für Betriebssystem und Spiele und weiteres Antivirenprogramm, alles geht's drauf. Natürlich noch andere Spiele drauf und ich habe tatsächlich, ja, also diese Aufnahmesession hat mir ziemlich viel Spaß gebracht diesmal, wobei wir uns eigentlich die ganze Zeit nur mit dem Turm beschäftigt haben und mit diesen Vögeln da unten, diese komischen Vögel, die nicht fliegen können, und vielleicht mal übers Farmen und, einmal da hinten hingehen, farmen und so, tatsächlich interessant. Ich würde jetzt mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Durchhalten der Aufnahmesession. Es wird in späterer Zeit noch ein Zweitkanal kommen und so weiter. Das kündige ich aber woanders an, nicht jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuhören. Und euch wünsche ich noch einen angenehmen Tag, entspannten Tag. Morgen, Abend, egal wann ihr das schaut. Bis dann. Ciao. Das Ende ist immer so schwierig, der eine Aufnahmesession. Das ist, tut mir leid, ist immer so schwierig. Aber es ist auch mal was Ruhiges. Dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zu einem anderen Video wieder. Macht's gut. Ciao. Okay, ich mach's wieder viel zu kurz. Ciao.